Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Transport Fever. Und ich bin hier immer noch im Rumdoktern und am Überlegen, ob diese Route hier klappt. Aber ihr seht schon, hier hinten lagern jetzt auf jeden Fall schon mal 17 Treibstoff. Und ich hoffe mal, dass das einigermaßen aufgeht. Beziehungsweise, dass diese Route dann auch hier Profit abwirft. Auch wenn ihr seht, momentan liegt sie bei minus 68.000, jetzt bei 167.000. Wichtig ist natürlich, dass der Betrieb hier ordentlich in die Produktion geht und den Kram auch mal hier anliefert. Dann könnte es auf jeden Fall eine lohnende Strecke werden. Na, was haben wir jetzt? Oh, eine Straßenbahn freigeschaltet. Sehr schön. So, das gab 55.000, dann können wir hier auf die Stadtansicht mal kurz wechseln. Hamburg hat eine 19%ige Versorgung mit Treibstoff aktuell. Aber solange diese Route einigermaßen Profit abwirft, sage ich auch nichts. Also, da lagern aktuell 19 Treibstoff. Wollen wir mal sehen, wie sich die Bilanz hier entwickelt. 21, ja, es muss mehr werden. Ich gehe schon mal auf die 30. Ja, aber so nach und nach funktioniert es doch, glaube ich. Mal gucken, was wir dafür jetzt bekommen gleich. Auf 228.000 liegen wir jetzt schon mal. Ich möchte nur wissen, dass die Route hier einigermaßen funktioniert, bevor wir uns wieder anderen Dingen zuwenden. Ja, also der Rückweg lohnt sich noch nicht so wirklich. Da muss ich auf jeden Fall noch mehr tun. Hier könnten wir auch mehr abholen. 30 transportiere ich. Nee, ich krieg sogar mehr mit. 45 insgesamt. Ja, das passt dann sogar. Ja, ich drücke einfach mal die Daumen und hoffe, dass das was wird. Dann können wir auf jeden Fall jetzt erstmal schauen, dass wir uns mal einem neuen Projekt widmen und wir könnten als erstes zum Beispiel mal schauen, wie es unseren anderen Eisenbahnen geht. Die sehen gut aus. Auf der Straße läuft es bis auf in Kiel auch gut. Aber ich glaube, in Kiel und auch in Tarp könnte es daran liegen, dass wir einfach zu wenig Fahrzeuge auf der Strecke haben. Dann werde ich hier einfach mal noch ein Fahrzeug hinzufügen. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal direkt hier den neuen Cannstatt. Zweimal. Der darf sich jetzt in Tarp austoben. Und wir haben eine neue Lok freigeschaltet. Aber als erstes möchte ich mir hier das neue Fahrzeug ansehen. Daimler Motorengesellschaft Cannstatt. Ja, das gefällt mir schon mal. Und dann hatten wir natürlich noch eine weitere Baustelle, habe ich schon wieder vergessen. In Kiel nämlich. Dann gehen wir kurz zum Kieler Bus. Und kaufen dir auch nochmal so zwei Cannstatter-Wagen. Und die sollen hier in Kiel ein bisschen den Betrieb nach vorne bringen. Ja, die Frequenz hat sich ein bisschen erhöht. Ach nee. Da habe ich jetzt, glaube ich, richtig Mist gemacht. Einen Moment. Deswegen wurde mir das auch vorhin nur das letzte Mal so komisch angezeigt. Wir können hier gar keine Passagiere transportieren. Ja, dann muss hier nochmal alles auf den Ausgangszustand gesetzt werden. Fahrzeug verkaufen. Ach, ärgerlich. So, der darf auch ins Depot zurück.
Er muss ins Depot. Und er ganz genauso. Deswegen ist das ja auch alles so falsch gewesen. Denn wir müssen hier den Landauer auswählen. Jetzt macht alles wieder Sinn. So, ich gehe jetzt mal von oben ganz gemütlich runter. Landauer bitte austauschen. Dann auch in Flensburg. So, und dann als nächstes in Hamburg. Ja, da kann ich ja lange warten. Das hat mich ja vorhin schon so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Kiel ist ja richtig eingestellt, aber zur Sicherheit klicke ich das jetzt überall nochmal durch. Und dann noch in Tarp. Wunderbar. Automatisch ersetzen. Dann kann ich mir kurz mal die Fahrzeugliste auch einblenden lassen. Dass wir die mal nach ihrem Alter sortieren. Und der eine Zug hier, der ist schon 37 Jahre alt, also der hat es auf jeden Fall bald hinter sich. Aber trotzdem macht er noch Gewinn. Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Straßenfahrzeuge. Hier in den Depots, die auf jeden Fall noch unsere Bilanz ein bisschen kaputt machen. Ich überprüfe einfach mal direkt alle. So, hier ist keiner drin. Haben wir denn hier noch jemanden stehen? Jawohl, die kommen auch weg. Und dann wahrscheinlich hier hinten ein Tab. Genau, die haben wir eben gekauft und müssen jetzt leider wieder verschrottet werden. Dann noch einmal die Liste ansehen. Jetzt sieht das wieder so aus, wie ich das gewohnt bin. Ja, die Busse machen ein bisschen Verlust. Aber hier wurden jetzt sogar schon ausgetauscht gegen ein neues Straßenfahrzeug. Gegen den Landauer. Ja, da kommen wir schon ein bisschen schneller voran. Und ich bin auf jeden Fall am Überlegen, Hamburg vielleicht ein bisschen größer zu machen. Größer, besser anzubinden. Ja, hier warten mittlerweile 31, das sieht gut aus. Mal kurz schauen, wie die Eisenbahnlinie. Ja, leichtes Plus. Wenn er jetzt hier was abliefert, kommen wir natürlich in den höheren Gewinnbereich. 267.000, ja, die trägt sich auf jeden Fall die Linie. Ich bin am Überlegen, hier auf eine Tram auszubauen oder zu erweitern. Dann könnten wir hier schön den Randbereich mal befahren. Okay, Einstellungen mit Tramgleise, ja bitte. Und dann müssten die Straßen aufgerüstet werden. Kostet natürlich ein bisschen was, aber ich glaube, dass wir auf lange Sicht davon profitieren werden. Da wir das Geld ja momentan eh haben, werden wir hier einfach mal eine schöne Runde um unser Viertel hier ziehen. Und das Straßenfahrzeugdepot können wir hier positionieren. Und dann bin ich mal gespannt, ob sich diese Strecke auch lohnen wird. Wir brauchen natürlich noch die ein oder andere Haltestelle mehr dazu. Ach, was habe ich jetzt hier auf Landstraße ausgebaut? Das war natürlich nicht Sinn der Sache. Na, dann muss ich doch nochmal rumziehen. Ärgerlich.
Das kostet mir zu viel, dann muss ich die kleine Straße nehmen. Da hätte ich an und für sich mal früher dran denken müssen. 1,21 Millionen. Autsch. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Nicht, dass er gleich wieder rumnörgelt. Ja, zumindest wird dann wieder von der Landstraße hier weg. Das war auf jeden Fall ein ziemlicher Griff ins Klo gerade. So, dann hier nochmal erweitern, hier nochmal erweitern. Und hier haben wir es, glaube ich. Hier kann ich es vergessen. Aber hier wären es nicht viele Gebäude. Ich weiß halt nicht, ob ich hier trotzdem eine Linie langziehen kann. Na, hier müssten auch Gebäude entfernt werden. Das wäre eins. Hier wird es wieder gehen, warum auch immer. Also ganz verstehe ich dieses Upgrade-System noch nicht, muss ich sagen. Hier geht es auf keinen Fall. Also ich werde mal gucken, ob ich das hier verbinden kann. Ansonsten, ja, muss ich mal schauen. Ich werde hier erstmal die Linien setzen, so die Haltestellen. Haltestelle. So, hier haben wir eine. Dann hätte ich hier gerne noch eine. Hier in diesem Bereich. Und dann haben wir hier genug eigentlich. Gut, dann brauchen wir natürlich noch ein Tramdepot. Und nach Möglichkeit würde ich diese Straße auch noch kurz verbessern. Ja, dass ich auch das ganze Stück hier machen will, aber gut. Was man hat, hat man. Und dann brauchen wir hier das Depot. Ein Tramdepot. Sehr schön. Dann können wir hier nämlich die neue Linie setzen. Und die sollte hier lang fahren. Hier unten hin. Dann aber hier lang. So. Und dann wäre es das auch. Und ich hoffe mal, dass der hier auch auf die Linie gleich raufkommt. Und das ist die Tram Hamburg. Wollen wir sehen, was wir jetzt zur Verfügung haben. Die CE22. Zweiachsige Tram aus der Heimatstadt des Spiels Schaffhausen in der Schweiz. Kann 11 Passagiere aufnehmen, kostet 14.900 Unterhalt. Und die Stadtbahn Halle hat... Ah, die ist natürlich... Oh, die ist wesentlich schneller hier. Aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit. Wir nehmen erstmal die Stadtbahn Halle. Und nehmen da mal 3 Trams. Und weisen diese Linie zu. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Elektrisch. So. Nächste Frage. Wir müssen die Straßen nochmal umrüsten. Weil ist das teuer. So. Das muss elektrifiziert werden. Das habe ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt.
Und hier will er wieder Gebäude abreißen. Meine Güte. Das scheint aber zu funktionieren. Aber es ist ja auch, wenn das funktioniert, eine Investition in die Zukunft. Hier haben wir wieder Platz für eine kleine Straße, wenn überhaupt. Ah, es funktioniert. Endlich. Ich denke, die müssen sich auch erstmal einspielen. Oh, wir haben den Postbus verfügbar. Dann können wir ja unsere Routen auch einmal danach umstellen. Dass wir einfach sagen, dass wir unsere Straßenfahrzeuge, ups, so, jeweils mit dem Postbus ergänzen, wenn die jeweils ihre Lebensdauer erreicht haben. Ist natürlich hier mal ganz schönes Rumgeklicke, aber das ist natürlich auch eine feine Sache, wenn die dann entsprechend ausgetauscht werden, wir die nicht so lange behalten müssen. Hamburger Bus auch ersetzen. Das Problem an der Sache ist nur, dass wir jetzt in einigen Städten schon eifrig diese Fahrzeuge getauscht haben, glaube ich, auf die Landauer. Aber gut. Irgendwann werden die auch zu alt werden und dann lohnt sich es auf jeden Fall. Postbus. Austauschen. Und dann als letztes noch einmal TARP.